Guten Morgen und herzlich willkommen zur neuen Folge Raft mit dem Krian. Hallo, Herr Yogi-Bär. Das ist der Krian mit dem Haikopf. Was ist eigentlich unser Ziel so aktuell? Wir wollten eine große Insel Bauen. entdecken, oder? Wir wollten Bauen. erstmal bauen. Wir waren am Umräumen, Ja, und parallel Herr dazu eine Yogi. große Insel entdecken. Ja, das war auch ein Ziel. Aber mir wurde in den Kommentaren gesagt, dass wir eventuell angeblich vielleicht die Kisten anmalen könnten. Das hattest du mir erzählt, ja. Ich habe gerade überlegt, woher ich das weiß, aber du hast es mir erzählt, glaube ich. Aber es stimmt leider nicht. Lügenpresse. Wir könnten allerdings die Wände dahinter gelb malen, farbig malen und dementsprechend sortieren. Das ginge. Das sieht vor allem voll abgespaced aus. Wenn wir sowas machen und uns da irgendwie so einen Farbcode merken könnten, bräuchten wir die Schilder nicht mehr. Ich muss aber sagen, ich finde das mit den Schildern ganz hübsch. Ja, vielleicht, weil es nicht ganz so extrem ist wie hier, wo die halt vorm Gesicht rumhängen. Genau, Aber hier also jetzt. wenn die nicht vorm Gesicht rumhängen, ich glaube, dann hat man auch weniger das Problem, dass man halt, ja, draufhaut und aus Versehen irgendwas kaputt macht. Ja. Aber das wäre jetzt so Tendenz, die wir machen könnten. Finde ich cool. Also, weil die Röhren sehen echt geil aus. Also vielen Dank für den Hinweis. Leider geht es nicht, die Kisten anzumalen. Oder ich war zu blöd gerade, das kann auch sein. Aber das ist auch immer noch eine Möglichkeit, die durchaus attraktiv wirkt, wenn Ja, man es so ja, nennen ja. möchte. Und was hast du mir erzählt? Es soll bald Lamas geben? Es wurde diskutiert. Also ich habe nur die News bekommen, dass die halt am Updaten sind und die wollen unbedingt Tiere implementieren. Und Okay. da kam die Frage auf, was haltet ihr, also die Community von Lamas? Ja, also Da ich habe. meinten, Ja. ja, Red ruhig weiter. manche meinten halt so, ja geil, Lamas wäre cool. Vor allen Dingen, wenn dann so ein riesen Lama da steht und dich angreift, indem es dich bespuckt. Ja. Also als Feind wäre es schon lustig, aber eben auch als Haustier einfach, was man dann eben zähmen kann und einfach nur hat, wäre das auch lustig. Ja. Also ich habe die Tage im Stream mal gefragt, ob irgendwer weiß, wo dieser Lama-Hype herkommt. Es wurde dann auf Fortnite geschoben. Okay. Ich hätte schwören können, davor hätte es das auch schon gegeben. Ja, gab doch davor die Lamas mit Hüten und so. Ja Wobei das, gut. glaube ich, eher so ein Deutschland-Ding ist. Nee, ich glaube, das ist auch in Amerika gut angekommen. Okay. Wobei die deutsche Synchro besser ist als das englische Original und das finde ich krass. Ich glaube, da ist ein Hai. Ich glaube auch. Mitten im Feld. Da hinten. Ja. Na gut, Ich habe was. leider kein Holz dabei. Obwohl, hier ist Holz. Wo hat er? Hier hat er. Ich habe alles dabei, gar kein Problem. Ja. Ja. Ja, also Ziel ist auf jeden Fall, wir haben damit angefangen, natürlich große Dinge zu finden. Große Insel auf jeden Fall, auch mit dem großen Vogel. Mit dem großen Birdie. Ich Aber. musste. Ich. Ja. Nee, jetzt hier ruhig. Nö. Sag ruhig mal ein Nicht? Aber. Hast du keine Lust mehr? Nö, jetzt. Ich bin gespannt, was jetzt für ein Aber kommt. Ich hab's vergessen, weil du mich abgelenkt Ja, hast. Gott sei Dank. Dann kann ich erzählen. Ich habe ja die letzten Male schon. Moment, das ist nicht gelb. Ich habe die letzten Male ja schon erzählt, dass ich gerade dabei bin, Lost zu gucken. Ja. Ah, weil ich es noch nie gesehen habe. Und so kurz nach unserer letzten Aufnahme gab es eine Folge, wo irgendwer auf dieser Insel einen großen Vogel gesehen hat, der wie über diese Insel geflogen ist. Den hat man einmal gesehen, der kam bis jetzt, 3 Staffeln später, nicht nochmal und ich bezweifle irgendwie, dass er jemals wiederkommt. Okay. Und ich fand das so ultra lustig, weil einfach das Update in Raft ist eine große Insel, auf der ein fucking Flugzeug ist. Da gibt es diesen großen Vogel, wo ich in dem Moment natürlich dachte, okay, krass, der kommt jetzt hier auch öfters drin vor. Okay, krass, Lost. Ah. Ja. Ja. Und ja, das finde ich doch sehr impulsant. Ich glaube, dass dieses Update von Lost geklaut ist. Das kann man sich vorstellen, Also ja. inspiriert, sagen wir es so, weil ich meine, das ist ein Film und das andere ist ein Spiel und ich meine, so ist es ja ein. Durchaus möglich. So, wir sind gleich gelb. Okay. Hat das was mit Gelbsucht zu tun? Das ist noch alles gut. Nee, Alkoholkonsum. Also es liegt, die Leber hat ein Problem, die Ach, Bootsleber. stimmt, wir haben ja noch Ananas. Scheiße. Ja, wenn man zu viel Ananas isst, dann kriegt man Dünnschisterstück. War da gerade nach. Nee, weil ich hier gerade unser Obstfach am Sortieren bin und Okay. wir haben einfach 2, 4, 6, 8 Stacks Kokosnüsse. Okay.
Und die nimmt halt dementsprechend schon die Hälfte der Kiste ein. Wir haben aber drei Obstsorten. Ist das nicht ganz so schön, wie ich es gerne hätte, aber kann man nicht ändern. Ja, kann man dann echt nicht ändern. Leitern kann man auch nicht streichen. Gut, nee, vielleicht... Das wollten wir doch schon machen, oder? Ich weiß. Ich wollte es nur gerade jetzt nochmal testen. Es kann natürlich auch dran liegen, dass ich keine Farbe mehr einstecken hatte. Ja. Professionell wie eh und je. Leitern kann man streichen. Ah. Aber deswegen steht ja hier alles Noobs außer Mutti. Richtig. Das ist das Motto und wenn wir gerettet werden, ja. Wir wollten dann die Grillstation auch hier unten hinbringen, gell? Oh, ja. War das nicht so gedacht, dass wir dann alles runterbringen? Ja, ich meine schon, wir sind gerade an dem Fluss vorbeigefahren. Ja, ich sehe es, ich gehe hoch und wollen wir zurückfahren? Setz das Segel neu. Ja, schon, oder? Okay, okay. Dreh um. Go, go, go. Jum. Wir sind auf dem Weg. Unser Panzerschiff rollt voran. Über den Hai drüber. Ich habe so das Gefühl, es wird schwierig. Ich glaube, wir haben Gegenwind. Oh, bei die Strömung ein bisschen, ja, haben wir, na, leicht. Ja, wir haben... Mal ein bisschen noch nach rechts drehen vielleicht. Ich meine, du schwimmst jetzt drin? Nee, wollte ich ursprünglich tun, aber habe dann gerade festgestellt, ich sollte erst was trinken. Dann schwimme ich. Okay, wo tun wir denn jetzt hier die Eier und so hin? Ich glaube, für die Eier brauchen wir 2-3 Truhen. Ja gut, die Kisten sind ja relativ groß, die Truhen. Ja. Blanke Schrott. Ich habe ein Rezept für einen Fischeintopf. Moment, den hatten wir doch schon. Wir haben einen Fischeintopf, ja. Wir haben den kleinen und den großen auch. Ich glaube schon. Ich meine auch. Komm, machen wir gleich 2 draus. Was soll der Geiz? Ja, Fischeintopf haben wir hier hängen. Können wir natürlich nochmal aufhängen. Guck mal, ist das... Raft ist nicht mal untergegangen, weil ich nicht mal drauf war. So, Segel wieder in die andere Richtung. Und ab zum Punkt. Und Krian mit einem Haikopf. Schupp, eine Truhe. So, habe ich einen Becher einstecken, ja. Kommst du runter? Chip und Chip. Tasse Salzwasser. Tasse ist Salzwasser. Irgendwo noch ein Schild? Hi. Hi. Eieieiei. Ich glaube, wir sollten hier dann nochmal so eine leichte Erhöhung machen und darauf die Grille und so stellen, weil sonst reißt uns das wirklich ab oder so. Das finde ich ist keine schlechte Idee. Ich fände es ja ultra geil, wenn wir Spikes von unten an unser Floß machen können. Einfach so, um dem Hai zu zeigen, wenn er kommt, er kriegt direkt. Oh, links von uns ist eine kleine Insel, wollen wir die ansteuern? Ja. Bist du gerade oben? In Fahrtrichtung links? Ja, nein. In Fahrtrichtung links. I see. Weil dann kann ich... Die ist relativ hoch. Können wir? Das heißt, wir müssen sie rechts umfahren, um drauf springen zu können. Ja. Wird sonst, glaube ich, ein bisschen eng. Da ist... Nee, das sind Trophäen. Ich habe keine Schilder mehr. Dann müssen wir unten halt die Schilder rausnehmen. Ein Fass. Ein Fass. Dum, dum, dum. Dum, 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 dum. Da kamen uns auch einige Sachen entgegen. Ja, ich habe gerade ein Fass mitgenommen von den Sachen. Und eins dürfte unser Boot automatisch eingesammelt haben. Da geht was. Oh. Wir steuern auf jeden Fall drauf zu. Welch süße kleine Insel. So. Näher fahren. Näher fahren, näher fahren auf der Autobahn.
Ja, das ist eigentlich dumm, die Unterteilung Fisch und tierisch ist irgendwie schwachsinnig, gell? Naja, das kommt drauf an, was für ein Vegetarier du bist. Ja, ich weiß. Oh, wir sind schon fast da an der Insel. Ja, ich steuere schon, alles gut, alles gut. Jetzt fahren wir nämlich hier links. Wir parken jetzt seitlich ein. Wir parken seitlich ein Schiff. Ja, komm, fahr näher. Na, vielleicht ein bisschen mehr in die Richtung. Erstmal einen beruhigenden Schluck Wasser. Und anpassen, anpassen. Go, go, go. Ah, Kurskorrektion. 73,5 Grad. Und jetzt volle Kanne dagegen. Glaube, wir müssen paddeln. Hopp. Ich glaube, ich habe keinen Paddel mehr. Ich habe mir gerade mal eins gemacht. Hui. Du müsstest dann gleich nur den Anker legen. Bin auf dem Weg. Ich bin bereit. Ja, näher kommen wir nicht mehr ran gerade. Könnte reichen. Anker ist gesetzt. Sehr gut. Ich mache jetzt mal außen rum noch schnell allen Müll einsammeln. Ja, ich mache derweil auch mal meine Palmen hier fertig. Weißt du, bin ich gerade angekommen. Wollte Palmen schlachten. Und da kommt so eine Insel. Einfach so eine Insel. Üb. Üb. So. Oh, Der. verdammt. Was passiert hier? Nichts. Ich war zu dumm zum Springen, aber das ist ja nichts Neues. Achso. Ja, das ist eigentlich mein Job, aber okay. Sie klauen unsere Dein Inventar ist Jobs. voll. Ja, das ist mein Problem. Deswegen musste ich gerade ein bisschen Platz schaffen, um hier aktiv. Brauche ich auch eine neue Axt. Boah, gerade so. Ich eben noch Planken zurückgeräumt. Jetzt brauche ich wieder Planken für eine Axt. Ist ja alles hier. Ich hätte ihn ja fast kaputte geben können, aber. Ja gut, das. Das reicht mir dann wieder nicht, ne? Immer diese Sonderwünsche. Ja, ich weiß. Bin da Komm nicht schon. so. Nicht so einfach. Komm schon. Das schaffst du doch. Können wir das schaffen? Sei kein Yogi. Eben, springen. Ich komme da nicht hoch, ja. Gut. Vielleicht müssen wir auch noch mal anders parken dann. Nee, ich bin ja auf dem ersten Teil der Insel, bin ich schon, aber ich komme nicht auf den höheren Teil. Ach so. Ah, doch, komm hoch, kein Problem. Sehr gut. Sehr gut. Ey, du, hi. So nicht. Nee. Nee, 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 nee. Sind die Russen da? Auch die. Aber vor allem ein russischer Hai. Gut, jetzt brauche ich nur neues Wasser. A little bit water in my mind. Mangosamen brauchen wir nicht. Bababam. Nee, willst du Mangosamen mit auf die Insel bringen? Allgemein brauchen wir noch Wassermelonsamen Ich glaube oder nicht. Ananassamen? Ist immer so, grundsätzlich schaden kann sowas ja nie, ne? Aber ich glaube nicht. Nee, ich weiß nicht mal, wie viel wir noch haben. Soll ich kurz mal gucken? Warte kurz, ich fülle das Wasser kurz auf. Und dann mache ich den Lörker. Von Mallorca. Sind die unten bei dem Anbauzeug auch, oder? Ja, direkt unten die blaue Kiste beim Anbau. Also wir haben zwei Ananassamen und sieben Wassermelonen. Also. Also Ananas definitiv, Wassermelonen brauchen Schaden, wir mit. Schaden kann es nicht, sagen wir so. Schrott, Schrott, Schrott. Muss schnell Schrott ernten. Mangosamen, gelber Samen, Mangosamen. Düm, 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 düm.
Ja, dann dürfte ich hier oben alles haben. Ich habe mal schnell ein bisschen was mitgenommen hier unter Wasser. Ja, der Hai ist aber auch in der Nähe. Ja. Ich habe so ein bisschen hier Pflanzen, Schlingpflanzen und so mitgenommen. Ne? Also weil wegen mir müssen wir jetzt nicht direkt unter Wasser, können direkt weiterfahren eigentlich. Okay. Ich habe aber auch noch eine Riesenmupfel. Und dann würde ich sagen, du lichtest den Anker, ich setz die Segel. Ja. Auf zu neuen Gefilden. 746 Einheiten. Ja, auf dann. Sind wir noch unser entfernt. Ziel. Ah, hier, Möwen. Ja, ich sehe euch, alle. Und ja. Wir waren auf jeden Fall in die richtige Richtung. Und der Hai ist auch am Stissel. So. Tschüss, Insel. Tschüss, mein Inselchen. So, paar Planken platziert. So. So, Gemüse gegrillt, Gemüse roh, Obst. Da kann ich mal noch ein paar Kokosnüsse reintun. Welche? Habe ich gerade keine. Tierisch? Tierisch, gut. Oh, ich habe Hunger. Oh, wir wollten hier offen lassen, oder? Ich meine schon, ja. Also das eine, finde ich, kann man lassen. Finde ich nicht schlecht. Finde ich, hat was. Und dann hier parallel auch nochmal das Gleiche machen, oder? Also hier eine Wand mit einem hier. Das weiß ich jetzt nicht so. Ich finde, das wäre ein bisschen beengt, oder? Ich weiß es nicht. Also wenn wir hier auch noch eine Wand haben, dann haben wir halt echt ein Problem rauszukommen, wenn der Hai irgendwo ist, glaube ich. Das ist wahr. Ich meine, nicht gut, nicht, dass wir jetzt zeitlich da wären, bis er fertig ist, aber... Wir können natürlich auch hier die Wände noch raushauen, dass wir ein großes Ding haben. Ja, das finde ich generell eine gute Idee. Weil die Kisten hier drin können wir natürlich dann dementsprechend neu anordnen. Wir haben jetzt hier hinten eine Wand voll, die wir nehmen können für Holz und den ganzen ja. Kram. 550. Kleine Kurskorrektur. Oh. Oh, Wellengang. Ja. Können wir da Farbe rein? Wir müssen erstmal hier die Farbe aufsammeln. Komm schon. Der wollte mir das Spiel die Farbe nicht geben. Nicht kotzen. Sammeln, sammeln. Die Netze kann ich nicht anmalen, ne? Nee. Haben wir irgendwo gebratenen Fisch oder sowas? Ich habe noch einen gebratenen Hai einstecken. Glaube ich? Ne, habe ich nicht. Soll ich ein bisschen was braten geben? Hi. Ah ne, ich esse hier ein bisschen gegrilltes Gemüse. Das ist auch gesund. Reparierst du? Komm schon. Warum willst du nicht ganz werden? Ah, falsches Ding. Warum auch immer. So, Obst, Fische, Fisch, Fische. Die können wir mal noch braten. Hering und Seebrasse brauchen wir fürs Dings. Dann gehen wir mal hoch. Machen wir ein bisschen Fisch. Damit der Krian mal ein bisschen Eiweiß bekommt. Oh, ist aber nett, dass du so an mich denkst. Ja, nachher bist du doch komisch, ne? Du weißt, du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Ich habe aber keinen Snickers da. Ja, das kriegen wir noch. Das kriegen wir noch, Krian. Ich hole einfach ein Stöckchen, mal da ein paar Augen drauf, bis es aussieht wie ein Snickers. Und dann geht das schon. So.
Ein bisschen Kleber. Wir könnten hier dann auch so eine Palmenwand reinziehen. Oh. Wo meinst du jetzt? Oh. Ja. Also ich war das ja nicht. Geister haben uns angegriffen. Geister kreieren. Ja, das war's mit unserer Kochstation. Ja gut, wir wollen sie ja eh unten hinbauen. Ist ja alles gut. Ach so, du wolltest nur einen Expresslift machen. I see. Also jetzt wissen wir auch, dass wir da vorsichtig sein müssen mit dem Abbauen. Richtig, weil die Dinge komplett weg sind. Aber gut, ich mache mal einen neuen Grill. Genau. Dann würde ich sagen, baue ich hier mal kurze Kleinstelzen rein. Wo haben wir sie denn? Da ist der Hammer. Ich brauche, glaube ich, Nägel dafür. Nägel. Seetang. Nee. Ich weiß ja nicht, inwiefern mein OBS diesmal okay ist, aber ich glaube... Ja? Ich glaube, dass wir am Ende der Folge sind. Du glaubst tatsächlich korrekt, Krieger. Siehst du mal. Muss ich ja zugeben, ja. Ein Glaube möge belohnt werden, oh Krieger. Ja, gut, dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Und, ja. Bis zum nächsten Mal hoffentlich, gell? Ja, am Dienstag. Am Dienstag um 18 Uhr auf beiden Kanälen. Schaut rein, haut rein, habt eine gute Zeit und bye bye. Tschüss.